Da sind wir wieder. Speed, Speed, Speed. Genauso viel Speed wie du heute Morgen auf der Autobahn mit mir. Wenn ich als Beifahrer wieder schwitze neben dir, wenn du da irgendwelche... Ich bin so langsam gefahren. Dass, ja, wegen mir. Wegen ja. So, das Gleiche, aber nicht dasselbe. Ja, irgendwie kurios. Ne? Head Speed Pro und du Legend Pro. Gleiche Kopfgröße, gleiches Beseitigungsmuster, gleiches Gewicht, Balance, alles identisch. Und trotzdem, jetzt komme ich, die spielen sie unterschiedlich. Komplett bin ich dabei. Sehr edel in ganz schwarz. Mir gefällt der Legend viel besser. Der ist aus meiner Sicht, wir haben es gerade gespielt, die Schläger hin und her gewechselt. Auf gleiche Seite, ne? Also gleiche das, Seite, ne? Gleiche Beseitigungshärte, alles. Der fühlt sich vom Kopf her deutlich softer an, der geht anders durch die Luft. Ich kann dir nicht erklären, woran es liegt gerade. Ist das die Lackierung? Hier ist knackiger, da kannst du sagen, was du willst. Ob es die Lackierung ist oder was es ist. Das kannst du nicht sagen. Oh ja, oh ja. Also Leute, wenn ihr euch für den Schläger interessiert, ne, nehmt beide, testet die, guckt mal, ob ihr zu dem gleichen Entschluss kommen wie Dirk und ich. Mir gefällt der hier deutlich besser. Entschuldigung, Firma Head. Der taucht für mich softer ein. Du fandest den ja, du hast ja noch drei Schläge, aber den könnte ich sofort spielen. Den könnte ich mitspielen, ja. Mitspielen. Ich müsste ein bisschen, klar auch ein bisschen durch dich dann an dem Schläger für mich, wenn es in meiner wäre, verändern lassen, weil er ist mir ein bisschen zu schnell, beziehungsweise mir fehlt so ein bisschen die Rotation bei meinen geraden Schwingen. Entweder müsste man über die Seite was steuern oder was auch immer. Das würde ich ja dir dann überlassen. Guck mal, wie viel Kurve ich mit dem kriege. Aber der hat nicht gewackelt, der ist pünktlich am Ball. Das finde ich ja immer super, dass ein Schläger nicht so nachschwimmt, sondern der ist da und kommt ganz schön Rums raus, ganz schön Bums. Ja. Eine Griffstärke zu dick für mich jetzt, auf Dauer kann ich mit dem Dreier nicht spielen, ich brauche einen Zweier, aber alles gut. Ich kann dir wirklich nicht sagen, ist es dir? Also du bist ja, sag ich mal jetzt, boah, ich hasse es ja eben dann manchmal zu loben oder irgendwas, aber du spielst halt ein bisschen cleaner als ich. Ich bin, wenn ich mal ein bisschen zu spät dran bin, hab mehr den Spin-Griff drin, dann habe ich das Gefühl, er verzeiht mir mehr. Ne, bei dem habe ich das Gefühl, der stürzt mir dann ab. Okay. Ne, hier, als wenn sag ich mal, der Rahmen sich noch ein bisschen bewegt und dann fliegt er mir dann doch trotzdem noch mal hinten rein. Das finde ich so geil. Wie schaffe ich den so weit zu kriegen? Bei dem habe ich dann das Gefühl, wenn ich nicht sauber dran bin, dann verzeiht er mir nicht so viel. Jetzt könnte ja Folgendes in der Praxis passieren. Ein Kunde hat meinetwegen diesen Schläger, hat ein Modell und sagt, weißt du was, Medenspiele, bin ich jetzt drin, ich möchte einen zweiten Schläger. Und ich habe ja gehört, da gibt es ja den Legend, ist ja 1:1 der gleiche. Dann habe ich zwar optisch zwei Unterschiede, habe ich aber den gleichen Schläger. Was sage ich denn dem Kunden im Store? Lass die Finger davon. Lass die Finger. Kauft ihr lieber zwei davon oder zwei davon? Aber jetzt guck mal, jetzt nimmst du den mal in die Hand, jetzt fühlst du mal den hier vom Handling. Ne? Das ist ja schon Welten. Das ist was anderes, ja. Das ist was komplett anderes. Also es geht jetzt gerade nur um Haptik, wie sich Dinge jetzt in der Hand anfühlen. Anderer Lack. Ja. Ne? Andere Lackierung. Ja. Ne? Also vielleicht geht er auch schneller durch. Wir hatten ja schon mal irgendwann mal vermutet oder das Gefühl, bei anderen Rackets, die auch so ein bisschen lackiger rüberkamen, dass die irgendwie schneller durch die Luft gehen oder sowas. Ja, ja, der Hochglanzlack. Vielleicht gibt es hier ein paar Experten, die da wirklich eingetaucht sind. Vielleicht können die uns jetzt helfen an der Stelle. Genau. Fakt ist, Power, Power, Power. Das kann er, definitiv. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass trotz der 18x20 man nicht mit ihm auch zupfen könnte, der ich jetzt kein Zupfer bin. Also, dass da auch wirklich was Spinmäßiges noch möglich wäre mit dem Schläger. Ansonsten kann man über Seiten natürlich viele Dinge steuern. Da bist du ja der Experte beim Tüfteln. Also wie gesagt, wenn ihr reinkommt, hey, und, meinst du, ne, du und, deiner, und ja. Pro und Head Speed Pro testen wollt, nehmt bitte beide Modelle mit. Weil es kann zum Beispiel sein, dass ihr wirklich sagt, oh, mit dem kam ich gar nicht klar, aber mit dem kam ich super klar. Ja, ist ne, möglich. Nehmt es mit, probiert es aus, lasst uns hören, was Sache ist. Viel Spaß demnächst mit eurem neuen Speed. Ciao. Advantage You.